Für Pietro Vanini muss der Alltag weitergehen. Aus seiner Gefühlslage macht der Wormser Eisunternehmer aber keinen Hehl. Er sei traurig, ein Stück weit sauer, vor allem aber tief enttäuscht. Seine Pläne, ein komplett neues Eiscafé am Marktplatz zu bauen, sind gescheitert. Und für Vanini ist die Sache klar. Der Schlimmste ist, zu sagen, Vanini ist dran schuld. Vanini war in dieser Geschichte nicht dran schuld. Sie sehen heute, wie die Leute mich behandelt haben, wie ein Depp oder wie eine unseriöse Person. Ich bin kein unseriöser Mensch. Ich bin ein sehr korrekter Mensch. Und ich muss sagen, in diesem Fall war ich sehr übergeduldig. Ein neues Eiscafé, größer, zweistöckig und ganzjährig geöffnet. Das war Vaninis Idee. Und viele im Stadtrat fanden und finden das auch gut. Und doch ist das Vorhaben gescheitert an unterschiedlichen finanziellen Vorstellungen. Dabei geht es um den Mietvertrag, Gelder für Parkplätze und vieles mehr. Die Stadt sagt, alles sei korrekt verlaufen. Jeder Unternehmer werde gleich und nach Recht und Gesetz behandelt. Und doch wirft Vanini einigen Stadtratsmitgliedern vor, dass man ihn erst gelockt, dann aber versucht habe, über den Tisch zu ziehen. Sind typisch von Leuten, die in das Leben nicht was geschafft haben, die frustriert sind und am Ende wollen sie die Eier von den anderen irgendwie zerstören. So ist passiert heute. Ich bin ein Demokraten, ich glaube in die Demokratie. Ich habe was Neues gelernt, aber ich sage einfach, für mich war das was gewesen. Viele Kunden von Pietro Vanini sind auf seiner Seite. Und trotzdem bleiben auch in der Öffentlichkeit viele Fragezeichen. Wenn man 2 Jahre über eine Geschichte verhandelt und ganz am Ende erst über Konditionen spricht, da hat man irgendwas verkehrt gemacht. Pietro Vanini hat sich entschieden und die Neubaupläne begraben. Das heißt auch, alles bleibt, wie es ist.